Ja. Ich muss zugeben, mich stört es immer ein bisschen, dass da die Sachen einfach liegen. Oder dass du die da durch... Oh! Beten! Oh. Dass du durch die Wand sehen kannst. Also an sich ist es schon gut. Aber es nervt trotzdem, ist das nicht so ein Auge? Ja, okay, da steht auch hier das Auge. Triffst du von dort besser? Aufgepasst! Dann zeig mal, was komm schon! Hat das Auge eigentlich gecheckt, was los ist? Wow. Geht so. Bitte. Danke. Man nimmt was mehr Grinko. Warte mal, ich bin wieder zurückgelaufen, ne? Naja, weil wir da fertig waren. War das Zeug hier schon immer? Schwingi, 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 schwingi. Ah, reicht es? Oh scheiße, ich glaube es reicht nicht. Es reicht nicht. Die Energie reicht anscheinend noch nicht. Ja, ist mir schon klar. Jedes kleine Fitzelchen müssen wir aufsaugen, weil sonst haben wir nicht genug. Ist an sich irgendwie eine coole Idee. Aber ich finde, das Beten dauert zu lange. Da fehlt mir ein bisschen, dass du einfach vorbeiläufst, kurz den Knopf drückst und dann wie so ein Saugen entsteht und es dann halt dann bei dir ankommt. Aber dann halt erstmal in Position gehen und dann das machen ist halt auch so, nee. Ist nur so semi-geil. Achso, ja, da geht's ja nicht mehr runter. Wie oft werden wir da noch hängen bleiben? Einmal, 20 mal, 100 mal, wir wissen es nicht. Dieses grüne Boden stört mich. Glaubt ihr, den anderen ist was passiert? Wenn Cloud sich am Riemen reißt, nicht. Tifa sollte dir mal die Ohren langziehen. Aber so richtig, ey. Also richtig, ey. Oh, die Leute diskutieren über die komischsten Sachen manchmal. Ich meine, es darf jeder seine Meinung haben, das ist natürlich klar. Aber ich habe heute, was wegen Rebirth, wegen irgendwas habe ich was nachgeschaut. Oder ist es so von selber aufgetaucht? Ich bin mir gerade nicht sicher mehr. Oh. Und da ging es dann drum, um die Szene, wo Cloud die Tifa ja mit seinem Schwert in den Lebensstrom haut. Wo sie ja dann von dieser Amag fressen wird und dann ja sie im Lebensstrom rumgeistert und keine Ahnung. Ja, aber sie hat doch
ein traumatisches Erlebnis mit Sephiroth gehabt. Die müsste doch da viel ganz anders da reagieren. Oder auch Angst vor ihm haben und so. Ich meine, einerseits ist es schon immer cool, wenn Leute sowas diskutieren und dann halt auch über sowas überhaupt überlegen. Aber die sind dann so da drin verbohrt, dass sie halt auch fast nicht akzeptieren, was andere dann dazu sagen. Oh, shit. Hey, Leute, was geht da? Ist das alles? Es wird ungemütlich. Tut mir echt leid. Flieg! Au. Herrje, jetzt reißt dir etwas schwindelig? Arbeiten wir im Team. Super. Los geht's. Jetzt geht's rund. Keine Gnade. Punkt für Team Red! Der Red, Alter, was macht denn der für einen Scheiß? Nimm das! Nimm das! Niemand entkommt mir! Auf die Nuss! Gibt's doch was oben drauf! So kann's weitergehen! Materia! Effizientes Blocken. Ja, man sollte halt nicht an dem Ding voll vorbeirennen, ne? Alter. Das, ich find's immer noch Schwachsinn, dass du da großartig Buffs kriegst. Obwohl du die vielleicht einmal nutzen kannst, bevor du die Energie halt einfach wieder weghauen musst. Nein, warte mal, ich kann sie gar nicht nutzen eigentlich, diese Buffs, weil mit dem letzten Ding ist das eigentlich auch schon wieder vorbei. So, jetzt wenn es nicht reicht, weiß ich auch nicht, dann geh heim. Könnte ein bisschen schwierig werden bei dem ganzen Chaos. Ein bisschen sanfter zu machen. Aber so geht's auch schneller. Du reichst aber, oder? Du reichst. Ja, ja, es reicht. Was kommt jetzt? Ja, yeah, mehr komische Bauten. Aber hätten wir damit nicht jetzt dann. Naja, wer weiß, ob das Teil nicht im ganzen Kreis. Achso, ja. Ich vergesse mir, dass du da dann drücken musst. Dass du da rauskommst. Hä? Wo soll der kommen jetzt her? Da ist nun mal was. Der die Schiss, dass einfach was wegbröckelt, ey. Ja, ich weiß, ich könnte die Monster machen. Ich könnte aber auch einfach warten, bis ich mehr habe. Damit es auch mal sinnvoll ist. Hey, was war denn das jetzt? Ist hier sonst nichts? Alter, erschreck mich nicht so. Holy fuck. Hä? Mehr ist er doch nicht. Es muss also sein. Leih uns bitte deine. Los geht's. Au. Kannst du übernehmen? Ich werde mein Bestes geben. Du bist dran. Stehst zu Diensten. Sieh die Leute. Hab dich gewarnt. Nimm das. Nimm das. Warte mal. Fertigkeit, Flammenfrost, Gewitter, Luft. Ihr Scheißviecher, Alter, nerv jetzt hier nicht rum. Ab mit dir. Hab ich dich. Nimm das.
Was soll das? Orkanwe! Lieb von dir. Keine Zeit zum Ausruhen, oder? Sekunde. Alles blitzt auf. Der ist für dich. Entschuldige, es muss sein. Kannst du weitermachen? Ich hab das letzte Wort. Nimm das! Hau richtig drauf! So lob ich dir das! Niemand entkommt mir! Los geht's! Ja, aber das ist jetzt auch nur ein halbes, oder? Oh, da ist noch was. Das sind die Dinger gewesen, wo die Viecher waren. Ja, aber ist es jetzt das wirklich bloß ein halbes? Oh ja. Gefäß einmal Tor der Ordnung. Wir sind in dem Tempel, aber sind wir jetzt in dem Tempel? Du solltest mal eine kleine Pause machen. Ja, genau. Ohne dich sind wir schließlich aufgeschmissen. Gut, aber nur kurz. Scheiße. Ach, weil die Aeris rumbastelt hat. Was zum? Hier kommt man wohl nicht zur Ruhe. Aber... jetzt geht es weiter. Na? Was denn nun schon wieder? Ist jetzt auch egal, oder? Nicht groß fragen. Kämpfen. Wäre vielleicht geiler gewesen, wenn du es nicht einfach abgemusst hätte. Fuck you! Ihr Scheißfrösche, Alter! Da, Haken, Alter! Bam! Ups. Verzähl dich! Autsch! Das tut weh! Genau da gehörst du hin! Na, warte! Hab was für dich! Jetzt geht's in. Weiter. Dass denn von den anderen keiner was sagt, Alter, dass der so abgeht. Geiler Spruch. Da drüben. Die schon wieder. Naja, die sind doch nicht einfach weg. Was bringt mir die MP-Heilung durch Markonit eigentlich, wenn ich mich hier jetzt eh ausruhen kann? Super platziert, Alter. Super platziert. da.
Lass dir Zeit, Cloud, lass dir Zeit. Wir haben alle Zeit der Welt. Oh, ist das geil, wenn ihr euch da sammelt, ey. Und wie der andere auch noch mithilft. Habt ihr das gesehen? Gut, dass sie sich auflösen, sonst tanzt der da bis morgen. Der hat einfach noch den anderen Typen, der so weit weg war, zu mir hingeschoben, damit ich ihn mit kalt machen kann. Das sind sehr zuvorkommende Monster. Muss man schon mal loben. Die Zetra haben ihre Monster gut erzogen. Wir halten hier Stellung. Sir. Prüf den Untergrund. Achtung! Langsam reicht's aber, oder? Ich frage mich eher, wie doof das die sein können. Da wissen sie, dass so eine Scheiße ständig kommt und die bleiben halt trotzdem nicht irgendwie hinter Säulen oder so. Na gut, gegen die Macht des Scripts können die natürlich trotzdem nichts machen, aber... Wo muss ich eigentlich hin? Da hinten ist wieder so ein Teil. Kann ich das da einfach durch das Geröll schieben? Scheinbar nicht. Hä, was mach ich dann damit? Nutze Fragmente, was sind Fragmente denn? Ich meine, ich muss da hoch. Dazu müsste ich aber hier vorbei. Ach Gott, kann ich das einfach da... Kann ich das einfach dann ausschieben? Ich meine, sonst wäre der Rand nicht irgendwie weg, oder? Hä? Ja, aber jetzt ist doch der Sturm immer noch... Ich weiß, ich kritisiere zu viel jetzt gerade. Aber ich kritisiere das bei jedem Spiel, weil ich mir denke, Leute, das macht keinen Sinn. Die springen, kämpfen 50 Meter in die Luft oder sonst irgendwas. Klar, vielleicht solltest du jetzt hier gerade nicht 50 Meter springen, weil du sonst vom Wind weggetragen wirst oder so eine Scheiße. Aber Alter... Hier ist zu gefährlich. Wir schließen zur Vorhut auf. Das ist so... Keine Ahnung. Das machen so viele Spiele, egal wie gut sie sind. Ich verstehe das immer nicht. Das ist im Prinzip auf demselben Niveau wie Anno dazumal, Call of Duty, Modern Warfare oder irgendwelche Spiele in der Richtung, wo halt ein Baumstamm im Weg lag, über den du halt einfach steigen kannst. Also es ist nicht irgendwie ein großer Baumstamm gewesen, wie, keine Ahnung, zum Beispiel Final Fantasy 16, wo halt echt riesige Bäume einfach im Weg lagen oder so. Ach, mehr von dem Mist. Und vor allem, wie viele Spiele hat man, wie viele Szenen hat man halt schon? Sehr gut. Wo halt der Cloud einfach mal, keine Ahnung. Hör auf, wegzurennen! Sag ich doch, hör auf, wegzurennen, du Sau. Da hinten ist wieder so ein Ding. Das ist aber auch. Da hinten wahrscheinlich einfach runterschieben, aber ich geh jetzt trotzdem mal schon hoch. Aha, aha. Vielleicht klappt's ja damit. Okay. Irgendwie muss man sie doch aktivieren können. Schauen wir doch mal. Ja, indem man es dreht einfach. Oder es füllt. Von wo füllt denn das jetzt das auf?
Hä, wie dreht sich das Zeug jetzt? Ich hinterfrag gerade zu viel, Alter. Normal mache ich das nicht, aber mittendrin habe ich immer so ein bisschen so. Naja, logisch klingt's nicht. In einem fucking Fantasy-Spiel. Ich meine, der Typ hat einen Armor mit einer Waffe dran, die unendlich Munition hat. Ob wir das irgendwie zerstören können? Irgendwie? Was zur? So ein Stahlritter. Warte mal, der hat ein Gesicht? Oh. Lassen wir den doch die Arbeit machen. Ja, dann gehe ich mal drauf zu. Vergiss es! So ungefähr. Auf jeden! Zack! Gut doch, gemacht! Ich komme! Boah, 1000? Über meine Grenzen. Fuck. Gewitter! Da geht noch was! Verdammt! Übernimm du. Jetzt hab ich hier das Sagen. Achtung, jetzt knallt's! Da geht noch was! Was wirst du jetzt von mir? Verpiss dich! Verzieh dich! Da fliegen die Augen aus dem Schädel! Das tut weh! Auf die 12! Oh Gott! Schläger, du! Ein Du bist am Zug! Ich leg los! Ich seh schon! Dein Einsatz. Sie braucht mal kurz eine Pause. Überlass das mir. Nochmal, möchte ich gerne testen. Bereit? Ja. So, und das jetzt? Das tut weh. Ja, ich zähle auf dich. Könnte eine Heilung vertragen. Weiter. Ich komme. Das wird wehtun. Jetzt. Oh, oh. Unmöglich. Halt durch. Ja, ich dachte mir, das passiert. Spieß um! Du bist am Zug! Ich lege einen Einsatz! Ausgerechnet jetzt! Das kommt weg! Mach! Neuer Plan! Hier kommt Barrett! Ich zähle auf dich! Es war's! Viel Erfolg! Jetzt liegt es an dir. Ja, die Heilung hat er natürlich jetzt nicht mehr gemacht, ne? Fauler Sack. Übernimm mal! Du musst durchhalten! Ich bin da! Na? Zu Boden! Das war's dann! Ja, du, Finis. Nimm das. So viel dazu. Sind aber keinen Schritt weiter. Na gut, dann halt nochmal. Warte, echt?
Der musste das wirklich zerstören? Ich dachte, weil ich mich nicht dahinter verstecken kann, fällt er dann in der Sequenz dagegen? Fuck. Das war nicht überlegt. Na gut, synthetisieren wir halt noch ein bisschen rum. Wo man das? Gigaspray. No. Dass der da wirklich dagegen hauen muss, aber ich konnte nicht mal in den, weil ich konnte nicht in den Bereich gehen, deswegen dachte ich mir so, ja, dann wird das nicht so sein. Ja, dann komm her und hau da drauf. Da, das soll doch jetzt auch nicht funktionieren. Warum hat er mich trotzdem erwischt? Also es ist auf jeden Fall eine Todesklinge, das wissen wir jetzt schon mal. Auch wenn es im Namen steht. Los, gib alles. Alleine schaffe ich das. Hier, jetzt aber. Ja. Oh oh. Nicht geil? Kannst du stehen? Ziemlich hart. Da, der zerstört doch das trotzdem nicht. Brauch mal kurz eine Pause. Auf ein neues. Da also! Los! Auf jeden! Hau rein! Das wird schon wieder! Ja. Was war denn das jetzt? Verdammt. Los! Oh! Ja. Kannst du übernehmen? Dein Einsatz! Ich übernehme. Und tschüss! Sehr gut. Ich zähle auf dich. Ich zähle auf dich. Lass mich mal. Hier ist jetzt Schluss. Ja. Ja. Furiose Verfolgung. Das war's! Wie schlagen wir das? Schluss mit lustig! Nicht übertreiben! Ich zähl auf dich! Ich leg los! Für dich! Nimm das, ja? Ha! Ja! Ich jetzt!
Zack! Keine Chance! Zack! Und tschüss! Nichts überstürzt. Roger, ich übernehme! Achtung, jetzt knallt's! Ah! Achso, ich hätte ihn vorher schon im Schockzustand versetzen müssen? Aber das hat er ja vorher nicht gemacht, oder? Na also, geht doch! Da also! Verzeih das Miststück fertig! Gut. Dann mal runter mit dem Zeug. Also ich hätte eh erst in der zweiten Runde scheinbar machen können. Okay. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ja? Was? Ich habe jetzt gedacht, wir schmeißen Kugeln wieder hin und machen eine Brücke oder so. Stattdessen rammt es dann einfach irgendwas weg und haut das Katz an. Und das war der Plan? Warum habe ich denn nicht mitbekommen? Was macht das jetzt eigentlich? Okay. Wo geht jetzt das schon wieder hin? Ah, das war der Weg, wo es dann untergeht. Warum seid ihr schon wieder da? Hey, warum kommt ihr zu mir her? Ich seh dich! Jetzt oder nie! Gesehen? Das ist aus. Das erste nicht schlecht. Ja, aber ich will gar nicht zum Turm, ich will zu dem Ding. Für was habe ich das da hingeschleudert? Gibt's noch eins? Hä? Hm. Scheiß auf die Kiste. Wobei es schon lustig ist, Liebes, wenn ein Plan funktioniert. Den Turm hat's komplett zerlegt. Ey, wenn's blöd geht, ist das ganze Teil halt einfach im Arsch. Und dann so, oh. Jetzt ist da noch ein größeres Loch. Hm, müssen wir doch die 50 Meter Sprungkraft nehmen, die ich eh schon die ganze Zeit dabei habe. Oder wir hätten vielleicht nicht so doof sein sollen. Oh. Aber. Wofür. Hä? Ach so. Das ist einer von zwei gewesen, die ich losschicken kann, um dann zu merken, oh, der eine geht ja nicht. Da muss ein anderer her. Oder das wäre die Stelle gewesen, wo sie dann sagen so, oh ja, okay. Plan nix funktioniert. Nur vorsichtshalber. Wahrscheinlich habe ich jetzt dann um die Ecke ist. Ah, okay. Das sind nur die komischen Dinger da. Es geht los! Wie schmeckt ja. das? Ausgezeichnet! Oh. Verdammt! Fuck! Ja. Weiter! Ja. Und down! Zack! Kentauren Scheiß könnt ihr euch sonst vorhin schieben. So ist nichts mehr. Ho, ho. Ja. Ja, es ist so fucking klar gewesen, Alter. Es ist so fucking klar gewesen.
so fucking klar. Was eigentlich, ist Max Level 50 oder 60? Oder vielleicht sogar 70? Hä? Wie viele noch? Leute, ihr nervt! Dann lehnt euch mal zurück! Keine Zeit. Wir erledigen alle auf einmal. Na, wenn du unbedingt willst. Ich bin eher enttäuscht, wie schlecht die sind. Aber wir speichern mal vorher, bevor wir doch noch irgendwo mal was abkriegen. Mir ist übrigens noch nicht eingefallen, ich sollte vielleicht... Mittlerer Ozean, ne, genau, das darf ich nicht überspeichern. Weil sonst komme ich nicht mehr zurück, wenn ich Lust habe. Avalanche! Warum kann das Ding so eine Scheiße eigentlich? Hör mal, wo kommt denn der Frosch her? Da waren nicht schon alle Frösche jetzt down? Danke. Mensch, Ruth, wie cool! Halt's Maul! Gute Arbeit, Kleiner. Bescheid. Erteilen wir Ihnen eine Turks-Lektion. Oh, zufällig geblockt, Bitches. Was? Alter. Auf die Trail. Mach. Es geht los. Wohl ein klein wenig verkalkuliert, was? Hey, zeigen wir sehen, Ruth. Bereit, Kumpel? Erteilen wir ihm eine Talks-Lektion. Ist das nicht dasselbe Text von Grad gewesen? Keine Chance! Dann los! Bin so frei! Jetzt oder nie! Bringen wir es hinter uns! Ja, ich komme! Schiss! Mir nach! Ausgezeichnet! Weiter! Ich komme! Nicht übertreiben! Auf Onkel Barrett ist Verlass! Ich zähle auf dich! Überlass das mir!
Ich zähl auf dich. Zieh dich zurück. Das war's. Mir nach. Wenn da. Das tut weh. Bereit? Es geht los. Dann los. Dreckstück. Schluss mit Lustig. Mach. Oh. Nicht gut. Wir brauchen zwar nicht, aber wir machen es einfach dein mal. Alter. Man geht auch nichts über Neo Bahamut irgendwo im Kampf. Oh. Da geht noch was. Tick. Verzieh dich! Ja, Esper-Fertigkeit, Schatten-Eclipse, Vollmangel-Schüler. So eine Schande. Roger, ich übernehme. Los, du Kampf auf dich an. Nicht aufgeben. Weiter. Bin da. Mir nach. Los. Ziemlich schwach. Alter! Übernimm du. Auf Onkel Barrett ist verlassen. Da also. Achtung. Du bist am Zug. Ich leg los. Weiter geht's. Ich zähl auf dich. Lass mich mal. Aus dem Weg. Auf geht's. Und Ende. Jetzt erstmal eine geballert, Kollege. Sicher, dass einmal reicht? Oh ja. Das hier ist für Sektor 7. Danke, Partner. Oh, Scheiße. Ja, klar. Was soll das jetzt schon wieder? Ich dachte, die sind jetzt zusammen. Einige Stunden zuvor. Wie viele einige Stunden gibt's denn noch?